Eigentlich wollte Lynn bis zum Duisburger Hauptbahnhof fahren. Warum ist die 15-Jährige schon hier ausgestiegen? Hat es etwas mit ihrem Liebeskummer wegen Nachhilfelehrer Tom zu tun? Hallo, schönen guten Tag. Hallo, die Polizei, Duisburg. Axel, mein Kollege, Yildiz ist mein Name. Wem gehört denn das schöne Handy? Das ist mein Handy. Wir sind hier gerade in einem Ermittlungsverfahren, in einem laufenden, deswegen würden wir Ihnen anraten, gerade das Handy mal rauszurücken, bitte. Das ist meins. Wir ermitteln hier gerade und wenn Sie nicht in Verdacht stehen möchten, dann kooperieren Sie bitte mit uns. Wer sind Sie denn? Ich bin der Holger. Holger Reiter? Koslowski. Herr Koslowski, vielen Dank erstmal für das Handy. Gut, das scheint unser Tom zu sein und das ist dann definitiv somit auch Ihr Handy. Herr Koslowski, ich wüsste gerne, wo Sie das Handy her haben. Das Handy habe ich gefunden. Das war da hinten in der Tonne. In der Tonne? Sie meinen die Tonne hier vorne rechts? Ja, da vorne. Ich gucke mir das einmal kurz an. Okay, und Sie haben nicht zufällig das Handy irgendjemanden abgenommen? Nein. Ich mache doch keinen Scheiß. Konnten Sie denn sehen, wie das Handy da hingekommen ist? Irgend so ein Typ halt. Irgendein Typ? Irgendein Typ. Ja? Keine Anzeichen, dass Lynn sich hier aufgehalten hat, auch also nichts von ihr weiter gefunden. Handelt es sich bei dem Typen vielleicht um diesen Herrn hier? Ah nee, das ist ein ganzer junger Spund so. Das war eher so ein älterer Sack so. Mit einer Uniform. Ich würde sagen, von der Bahn oder so. Keine Ahnung. Von der Bahn? Ja. Bahnkleidung hatte der Mann an. Ja. Könnte er also ein Schaffner gewesen sein? Könnte, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Gut. Herr Koslowski, dann vielen Dank, dass Sie uns weitergeholfen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Mein Handy. Das ist ja nicht Ihr Handy, Herr Koslowski. Das müssen wir mitnehmen. Schönen Tag Ihnen noch, Herr Koslowski. Ihr seid ja wohl voll drauf, ey. Für uns stellt sich jetzt folgende Frage. Wieso hat der Schaffner das Handy von Lynn? Hat er es ihr nur einfach abgenommen oder hat er es gefunden im Zug? Und wieso entsorgt er hier das Handy? Mit den neuen Erkenntnissen können wir ein Gewaltverbrechen nicht mehr ausschließen. Ich hoffe, dass wir die Lynn sehr bald wiederfinden werden. Der Schaffner, der auf der Strecke Düsseldorf-Duisburg im Dienst war, wurde bereits im Vorfeld ermittelt und muss sich nun den Fragen der Polizei und auch Lynns Mutter stellen. Was hat Bahnmitarbeiter Manfred Lübcke zu verbergen, wenn er schon das Handy der Vermissten im Müll entsorgt? Dieses Handy gehört einem vermissten Mädchen. Und Sie wurden gesehen, wie Sie dieses Handy in einen Mülleimer an der S-Bahn-Station reingeschmissen haben. Also verkaufen Sie mich nicht für blöd und packen Sie aus. Was wissen Sie? Was haben Sie mit ihr gemacht? Ja, ich habe dieses Handy auf der Bahntoilette gefunden. Und dann habe ich es entsorgt, weil ich mir den ganzen Schreibkram sparen wollte. Ich hätte ja dann auch noch zum Fundbüro gemusst. Und außerdem sollte ich ja auch hier sofort zur Wache kommen. Ach so. Das heißt, wir sind jetzt daran schuld, dass Sie das Handy entsorgt haben. Herr Lübcke, haben Sie irgendetwas beobachtet, was uns weiterhelfen kann? Irgendwas? Ja, ich habe dieses Mädchen beobachtet, wie sie sich mit einem jungen Mann getroffen hat, mit einem jungen Mann unterhalten hat. Und die sind zusammen auch ausgestiegen. Und wo sind die ausgestiegen? Das weiß ich nicht mehr. Kann mir sein, dass es sich um diesen jungen Mann handelt? Ja, das ist er. Das ist hier Ihr Nachhilfelehrer. Bora? Ah, okay. Ja, pass auf. Wir haben den Schaffner hier, der die Lynn im Zug gesehen hat. Und der hat jetzt gerade gesagt, dass sie zusammen mit dem Tom Heinrich den Zug verlassen hat. Wo, weiß er nicht. Okay, danke. Das war gerade Bora, der hat gesagt, Sie haben die Nachricht bekommen, dass der Tom Heinrich da um das Haus von der Frau Kampmann rumschleicht. Was macht der Tom an dem Haus von Frau Kampmann? Und wo hat er ihre Tochter gelassen? Wenn die Aussage des Schaffners stimmt, muss Nachhilfelehrer Tom etwas über Lynns Verschwinden wissen. Das Fahnderteam knöpft sich den verdächtigen Studenten vor. Hallo, Kriminalpolizei. Also sind Sie Tom Heinrich, richtig? Ja, genau. Warum? Herr Heinrich, wir wissen, dass Sie mit Ihrer Nachhilfeschülerin gemeinsam die S-Bahn verlassen haben. Wir möchten von Ihnen wissen, wo Lynn Kampmann ist. Das weiß ich leider nicht. Wirklich. Wir saßen im Zug, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Keine Ahnung. Wir haben die Aussage von dem Schaffner, dass sie beide gesichtet wurden und auch beide den Zug verlassen haben. Was sagen Sie denn dazu? Das ist so ein Mistkerl, dieser Schaffner. Was behauptet der bitte für Lügen? Also ich bin nie im Leben mit ihr zusammen ausgestiegen. Das stimmt nicht. Ich frage mal direkt raus. Haben Sie eine Affäre mit ihr? Das ist ja lächerlich. Eine Affäre mit einer 15-Jährigen. Ich bitte Sie. Das könnte meine kleine Schwester sein. Wie kann es denn sein, dass Sie nicht direkt sofort zur Polizei kommen? Sie wissen ja, dass wir nach Ihnen beiden suchen. Das sieht einfach total dämlich aus. Ein 15-jähriges Mädchen und ein älterer Student. So, ich will mich auch nicht als so jemand darstellen lassen. Und deswegen bin ich dann auch zu ihr gegangen und wollte halt erst gucken, ob sie zu Hause ist. Aber wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das glauben soll. Warum sollte uns der Schaffner belügen? Er hat doch keinen Grund dazu. Ja gut, ehrlicherweise muss ich gestehen, ich bin schwarz gefahren, hatte kein gültiges Ticket.
Und dann bin ich vor dem Schaffner abgehauen, weil ich eben keine 60 Euro zahlen wollte oder auch Angst hatte, dass er mich irgendwo in der Pampa rausschmeißt. Und was hat die Lynn gemacht, als sie vom Schaffner geflüchtet sind? Ja, ich bin vom Schaffner geflüchtet, wie sie schon sagten, und sie ist dann Richtung Toilette gerannt, hat sich eingesperrt. Weiter weiß ich wirklich nicht, danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Herr Heinrich, wir werden auf Ihre Aussage definitiv noch mal überprüfen müssen. Sie steigen bitte einmal ein und kommen mit uns auf die Wache. Okay. Dann besprechen wir alles Weitere. Mhm. Der Kollege macht Ihnen schon die Tür auf. Macht nichts, wenn es ein bisschen schneller geht. Tom beharrt darauf, dass er nur zufällig mit der Vermissten im Zug war. Auf der Wache konfrontiert Michael Smolik den Schaffner mit der Aussage des 25-Jährigen. Was sagen Sie denn dazu, dass der Tom Heinrich alleine aus dem Zug ausgestiegen ist? Der liegt doch. Mhm. Die Lindy war nämlich in der Toilette, hat sich da eingesperrt. Also, Herr Lübcke, wir haben mit Ihrem Arbeitgeber gesprochen. Und der hat gesagt, dass Sie schon eine Abmahnung bekommen haben, weil Sie wohl des Öfteren schon Jugendliche einfach nachts aus dem Zug schmeißen. Also raus mit der Sprache. Ich hab genug mit den ganzen Schwarzfahrern. Alles Kriminelle. Man reißt sich den ganzen Tag den Arsch auf, um nur, dass man anschließend respektlos behandelt wird. Wissen Sie was? Sie wundern sich, warum Sie respektlos behandelt werden und können nicht mal die Wahrheit sagen. Diese junge Dame wird vermisst. Was ist passiert? Raus jetzt mit der Sprache. Ja, ich hab sie aus dem Zug geschmissen. Ist das Ihr Ernst? Sie schmeißen meine Tochter einfach aus dem Zug raus? Die hätte locker ein Ticket nachlösen können. Beruhigen Sie sich bitte. Das, was wir jetzt brauchen, das sind wirklich Fakten, Hinweise, Informationen. Also, raus mit der Sprache. Wo haben Sie, an welcher Haltestelle haben Sie sie rausgeworfen? Was hat sie dann gemacht? In welche Richtung ist sie gelaufen? Ich habe sie dann Richtung Landschaftspark geschickt. Da wird sie schon klarkommen. Zum Schwarzfahren reicht's ja auch. Der Schaffner ist offenbar komplett frustriert, was sein Berufsleben betrifft. Sein Verhalten ist komplett indiskutabel. Der Herr Lübcke hat seine ganz eigene Art, mit Schwarzfahren umzugehen. Wir wissen auf jeden Fall, in welcher Gegend Lynn sich jetzt aufhält. Wir müssen ganz schnell Kollegen dahin schicken und sie finden, weil es muss ihr was passiert sein, sonst wäre sie längst nach Hause gekommen. Die vermissten Fahnder haben für das weitläufige Gelände des Landschaftsparks sofort einen Personensuchhund angefordert. Lynn selbst hat nicht einmal mehr ihr Handy, um Hilfe zu rufen. Das ist die Mutter von unserer Vermissten, die Frau Kampmann. Kann ich das einmal haben? Ja, natürlich. Okay, reicht schon. Danke. Okay. Und wir bleiben dann auch ein bisschen im Hintergrund, dass wir den Hund gar nicht so großartig stören. Der Hund nimmt sofort die Fährte auf. Aber hält sich Lynn hier überhaupt noch auf? Und wenn ja, in welchem Zustand ist sie? Also der Hund will hier hoch. Okay. Schau mal, das scheint hier so ein bisschen gelöst worden zu sein. Okay. Also scheinbar ist da jemand hochgegangen. Ja, gut, dann gehen wir vor. Weg. Geh durch. Dann leg den Rucksack. Du Scheiße, das ist Lins Rucksack. Hat sie den hier verloren, oder? Keine Ahnung. Lin? Der kann ja nur von da oben gefallen sein, glaube ich. Lin! Ich höre was. Ich höre da was. Oben ist definitiv. Lin! 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 Hier ist sie. Wir haben sie. Oh Gott sei Dank, Lin! Was ist passiert? Warte mal ganz kurz. Wie geht's dir? Mensch, Lin! Alles gut lassen, sonst was ist denn passiert? Wie bist du denn hier hochgekommen? Ich wollte nach Hause kommen. Und wir brauchen einmal dann hier. Wusste ich nicht, wo lang, und wollte mich orientieren. Also bin ich hier hochgelaufen. Also noch weiter nach oben. Und dann ist mein Rucksack runtergefallen und dann wollte ich den holen und dann bin ich selber irgendwie runtergefallen und bin ohnmächtig geworden. Oh, Scheiße, komm, wir helfen jetzt erstmal hoch, Lin. Gott sei Dank. Ja. Ich einmal ein und eins, zwei und hopp. Oh, dann, okay, ich merke schon, dreh dich einmal. Mensch, Kind, wenn ich gewusst hätte, dass du so traurig bist, hättest du mit mir reden sollen. Ich weiß, aber ich konnte irgendwie nicht, ich hab's nicht hinbekommen. Mit Paula habe ich geklärt, die dachte, du wärst eifersüchtig auf den kleinen Bruder. Nein. Ja, jetzt lass uns nach Hause fahren. Lin, wieso hast du denn keinen Fahrschein eingelöst?
Weil dieser blöde Schaffner das nicht wollte. Er hat dich einfach rausgeschmissen? Ja, der hat mich rausgeschmissen und ich hab mein Handy nicht und das durfte ich nicht mehr holen. Frau Kampmann, können Sie uns mal einen Moment hier geben? Geht das? Die Lin hatte sich verlaufen und bei dem Versuch, sich zu orientieren, ist sie unglücklich gestürzt und hat sich verletzt. Und zum Schaffner, also was ich dazu sagen soll, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Er hat wirklich eine Minderjährige aus dem Zug geschmissen, ohne darüber nachzudenken, dass hier auch hätte was viel, viel Schlimmeres passieren können. Absolut gar kein Verständnis. Manfred Hübner wird wegen Aussetzung und Fundunterschlagung angezeigt. Lin hat mittlerweile einen anderen Nachhilfelehrer und Tom aus ihren Gedanken gelöscht. Von ihren Verletzungen und auch dem Schrecken hat sich die 15-Jährige erholt und freut sich wie verrückt auf ihren kleinen Halbbruder.